Mein Name ist Jana-Maria Knopp. Ich bin stellvertretende Frauenbeauftragte an der Alice-Salomon-Hochschule. Ich arbeite bei der Deutschen AIDS-Hilfe. Ich komme vom Verein Trans-Interqueer. Wir machen Arbeit für trans-interqueere Menschen. Der wichtige Ansatz ist, dass es Begegnungsräume geben muss. Wir von TRIC wollen diese Räume schaffen, dass Menschen zusammenkommen, unterschiedlichster Identitätsmarker, und die miteinander reden müssen oder ins Gespräch kommen müssen, um sich kennenzulernen. Ich glaube, erst dann ist eine Möglichkeit zu schaffen, Barrieren abzubauen. Wir haben im letzten Jahr, nachdem diese Veranstaltung war im Schwutz, mit dieser Dike-Out-Veranstaltung, es war als Online-Event bei Facebook eingestellt, und es kam von einigen transweiblichen Personen die Nachfrage, wer spricht da auf dem Podium, wer repräsentiert wen, also jetzt nicht nur auf trans bezogen, sondern auch wer repräsentiert den Feminismus, der da besprochen werden soll, oder wer sind die Menschen, die lesbisch sind und wer nicht? Das eskalierte sehr auf Facebook schon. Zum Beispiel gab einige transweibliche Personen, die auch dieses Lied von Suki kritisiert haben. Andere haben das vielleicht nicht, aber es wird trotzdem alles sehr in einen Topf geworfen, und es entstehen so Feindschaften. Und wir hatten im Anschluss mit dem Schwulen Museum und TRIC zusammen haben eine Veranstaltung gemacht im Schwulen Museum, wo es darum ging, die Position näher zu bringen, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wo gibt es Barrieren, wo gibt es vielleicht Ängste, Missverständnisse, einfach einen Ort zu schaffen, sich auszutauschen. Das haben wir letztes Jahr angefangen, das will ich weiterführen. Vorbilder, glaube ich, würde ich für mich sagen, sind schwarze Transfrauen aus den USA. Einfach die so auch in den Medien auch hier ankommen. Einfach Laverne Cox, Raquel Willis, Janet Mock sind einfach für mich große Vorbilder, weil es nicht nur zum Beispiel um das Thema Trans geht, sondern einfach viel intersektionaler. Ein wichtiger Punkt ist für mich, dass es nicht die Transfrauen gibt und nicht die Nicht-Transfrauen. Es gibt keine binären Geschlechter, wir konstruieren sie nur so. Weil wenn wir uns die Dinge anschauen, wie Unterschiede von Hormonstatus, Chromosomenstatus und sonstiges, glaube ich, gibt es keine binären Geschlechter. Ich sage meistens nicht Transfrauen, weil ich den Begriff Cis auch schwierig finde, weil es für Interpersonen oft schwierig ist, weil Interpersonen auch Cis sein können. Ich glaube, das Problem ist, dass so eine Identität sich erkämpft wurde und es viel um Körperlichkeiten geht. Und durch dieses Erkämpfen von Körperlichkeiten, also so Unterschiede zu machen von zum Beispiel an Gebärmutter, die zum Beispiel für mich als Transfrau einfach nicht vorhanden ist, da die Unterschiede zu machen. Und ich glaube, dass es da Probleme gibt, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil die Identität, die geschaffen wurde und die an diese Körperlichkeit gebunden ist, auf einmal hier wieder aufgelöst wird. Und ich glaube, hier clasht es, da müssen wir uns mehr kennenlernen.